irgendwie wusste ich, dass Dragovic lebte. Sie waren von ihm besessen. Die nächsten 5 Jahre lang haben sie versucht, ihn aufzuspüren. Er war überall. Ich bekam ihn nicht aus dem Schädel. Genau wie die anderen. Die haben ihn sofort scheißegut, dass er nicht weiter vorredet. Ständig in meinem Kopf. Nein, ich will ihn weiterverarbeiten. Wer sind Sie überhaupt? Was wollen Sie von mir? Wir wollen die Zahlen messen, das ist alles. Treten Sie nach, Mason. Nach Baikonur. Wohin hat Washington Sie geschickt? Vietnam. Ins verdammte Khe San. Das war 1968? Ja, ich gehörte zur SOG-Gruppe, angeführt von Frank Woods. Aufklärung von verdeckten russischen Aktivitäten in Laos. Und Ihr CIA-Kontakt, Hudson? War er in Khe San? War er auch dort? Hudson. Ja, Mr. Sonnenbrille. Der Kerl war ein verdammter Eisklotz. Ebenso wie wir. So, liebe Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Call of Duty Black Ops Kampagne. Ja, wir befinden uns jetzt im Vietnamkrieg im Jahre 1968. Alles wieder mal im Auftrag des US-Präsidenten. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was uns diese Mission bringen wird. Woods ist hier. So, dann gehen wir mal zu Woods. Das sind schon die ersten gefallenen Krieger. Und da kommt erstmal Woods wie eine Legende vom Helikopter gebracht. Mason! Du siehst scheiße aus, Woods. Außerdem interessiert ja doch keinen. Das ist Vietnam. Schön, dich zu sehen. Ja, gleichfalls. Jason Hudson, CIA. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, Sergeant. Ja. Ich habe Mason die Lage schon kurz geschildert. Ich erzähle einfach den Rest. 1964 hat der CIA die Geheimdienstoperationen in Südostasien abgetreten. Und zwar ans US-Militär. Seitdem gibt's die MAC wie SOG. Und Khe San ist nicht nur der Stützpunkt des Marine Corps, sondern die Basis für alle grenzüberschreitenden Einsätze. Vor allem in Laos und Kambodscha. Die Missionen sind Sabotage, Propaganda, Aufklärung, Gefangenenbefreiung. Halt, der Hüftige. Ulala. Mein Gegner bombardiert. Ei, caramba. Das war knapp. Vorsicht, nicht die eigenen Leute überfahren, du Trottel. Oh shit, jetzt sind wir im Gefecht. Fuck. Meißen hier rüber. Alles klar. Wow. Wir müssen ihn wegschaffen. Komm, los. Oh, Backe, das war knapp. Der hat uns fast zerfleischt. Bring ihn zum Bunker, ich gebe Deckung. Los! Hey, go. Hallo. Überleben. Egal, was du tust, nur geh nicht ins Licht. Aber wie bei Weaver haben sie ihr Leben für ihn riskiert. Oh, fuck. Aber deshalb macht er den Kerl. Ihr oberstes Ziel war, nach Uni zu kommen. Aber das war ihnen egal und sie verteidigten Khe San. Das war nicht ihr Ziel. Hudson? Sie kannten Woods also nicht. Gut. Er wusste, Khe San braucht unsere Hilfe. Die Entscheidung. Oh Gott, jetzt müssen wir erstmal hier. Oh Gott, nein. Jetzt müssen wir erstmal unseren Stützpunkt verteidigen vor den Vietnamesen. Oh, Backe, was kann das werden? Ah, oh, shit, sind das viele. Aber ich muss kurz den Sound hier leiser drehen, damit wir uns überhaupt noch irgendwie hören können. So. Das müsste besser sein. Richtig. Oh Gott, sind das viele. Oh shit. Was haben die für Waffen? Oh ja, geil. Ja, ich treffe hier gar nichts. Was soll das? Schon besser. So. Ja, die laufen alle in die falsche Richtung. Ich bin hier. Hallo. Ja, was immer. Oh shit. Oh shit. Oh shit. F.
Du bringst mich nicht um. Ich bring dich um, du Sau. Weg von mir. Oh, uff. Hey, hey. Leg dich nicht mit mir an, wenn ich nachladen will. Arsch. Feinde, die Leitern beobachten. Kommen immer mehr. What the fuck? Die Leitern überprüfen. Wie viele sind denn da noch? Oh shit, oh shit. Die sind hier überall. Oh. Zieh mein Bunker. Verschieß ihn einfach. Ja, hallo. War nicht schlecht. Achso, das sind unsere. Ja. Nein, doch nicht. Das sind die Gegner. Kann man hier kaum unterscheiden. Zumindest ich nicht recht so doof bin. Auf den Wachturm feuern! Ziel erledigt. Ta 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 ta. Wir sind in die nächsten. Ich hab ihn im Auge. Oh Gott. Ach, schnell zu M16. Entdeckung! Wir sind verbündet! Du lässt unseren Typen hier am Leben. Ihn hat's erwischt. Lebst du noch? Shit. Das werden wir rächen. Au! Komm schon, Mason! Oh, fuck. Oh, unseren Panzer hat's erwischt. Hopp. Ach, da müssen wir unten durchkrabbeln. Überall noch die Patronen im Hülsen von diesen Bombengefecht. Scheiße, wir sind hier wirklich im Krieg. Scheiße, Infanterie im Anmarsch! Ungefähr 20 Meter weit draußen haben wir Napalm vergraben. Und hier drauf! Oh, shit. Komm schon. Eine Mine messen! Darauf stehen die Einheimischen. Was, auf Minen? Mason, ja. Sie kommen! Ja, wo? Ja, da. Ich kann ein bisschen Schrot fressen. Hopp. Diese Position halten! Sehr schön. Kontakt erledigt. Erst ein bisschen Rambo. Guter Schuss. Feinde bei den Sandsäcken. Oh, gehitzt. Kommt ihr, Bastarde! Scheiße. Wo sind die denn überall? Ich muss da hin. Scheiße. Friss die RPG. Guter Schuss. Gib dran, Kontakte! Sie wollte irgendwas anderes. Oh, scheiße. Lade nach, Deckung geht. Oh. Panzer kommen! Das war nicht gut. Oh! Scheiße. Oh. Sind die Panzer da? Ja, wegen dem treffe ich hier gar nicht mehr. Was soll das? Der Panzer. Erster Panzer down. Der zweite muss jetzt dran glauben. Und der dritte kommt jetzt. Sehr schön. Kommt noch mehr. Achtung, Red Rider in Position. Entdeckung. Red Rider? Sprengladung auf Zielkurs. Einen schönen Tag. Red Rider. Dankeschön. Guter Schuss. Ja, der Typ haut ab, ohne uns Bescheid zu sagen, der Drecksack. Lass uns hier nicht einfach so zurück. Zeig dir, wie man das macht, du faule Sau. Scheiße, die Bastarde lassen nicht locker. Bewegung! Ein 7, hier Red Rider. Nehmen wir den Granatenwerfer. Der ist cooler. Leite mit mir! Zwei Minuten. Uns geht die Munition aus! Da ist der Waffenlager im rechten Bunker! Negativ, ein Landeanflug! Wir kommen nicht ran, die rechte Flanke ist zu! Diese Fässer, ist da Napalm drin? Ja! Die wurden zurückgedrängt, bevor wir sie vergraben konnten. Gut zu wissen. Wir sind bei den Fässern! Halten. Brechen wir auf! Welche Fässer? Red Rider! Wie ist Ihre Position? Nein. Durchhalten! Okay, in Bereitschaft. Los, los, los! Feinde beim Graben! Ah.
Ihr kommt nicht an uns dran, ihr Penner. Oh, hinlegen, hinlegen! Hallo! Stopp, 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 stopp! Nicht! Sollen wir jetzt um 60 nehmen und nicht nachladen? So gehört sich das. So. Jetzt erstmal ordnen. Das gefällt mir. Ich höre ja noch irgendwelche Vietnamesen. So, hier. Und ein 14 fühlt sich doch schon viel besser an. Bei den Graben! So, eine. Ich würde sagen, ich stürme hier einfach mal vor. Ja, was soll ich denn tun? Ist mir schon bewusst. Ja, was soll ich denn tun? Ich weiß doch nicht, was ich tun soll. Ich war beim Ziel, aber irgendwie ist nichts passiert. An 7 hier, Red Rider. Over. Wie ist Ihr Status? Leider mit mir. Noch 2 Minuten. Durchhalte bei deinem Ziel in Deckung. Leger die, bei dem Landeanflug. Die rechte Flanke ist zu. Diese Fässer ist da nach drin. Ja. Wir wollen Schurz direkt, bevor wir die verkaufen. Gut zu wissen. Marines, Position halten. Brechen wir auf. Ziel, Fässer. Den zeigen wir's. Red Rider. Wie ist Ihre Position? Nee, das war nicht gemeint. Okay, in Bereitschaft. Los, egal. Upsala. Achtung, er ist tot. Ich sehe ihn. Sturm den einer an. Diesmal gibt's keine Linie, um sie aufzuhalten. Jetzt, Mason, tu es. Heizen wir den Kerlen ein. Ratatata. Oh, Mann. Alles Roger. Es sind einfach zu viele. Wir brauchen mehr. Shit. Feinde beim Graben! Roger! Komm, explodier doch den Napalmpass! Mach schnell! Graben! Aktivität! Was soll ich? So, ah, jetzt! Und das nächste noch. Und hier, treten! Das letzte Fass. Oh oh. Einfach mal hier den Schleichweg nehmen. Da ist Wurz, also das heißt, wir können wieder vor. Kontakt im Nahe des Grabens! Leute, wir haben den Abfall. Ihn hat's erwischt. Oh fuck. Da zeigt sich wieder, wie schrecklich Vietnam war. Oh, fuck it. Das ist nicht toll. Aber wir müssen hier durch. Wir müssen mit Woods weiter vordringen. Bei uns kann niemand was an. Wir sind unbesiegbar. Friss das. Na, wie schmeckt dir das Blei? Oh shit, oh shit, oh shit. Raketenwerfer! Ja, ich hab keinen. Oh, Kacke. Oh, shit. Die haben ein ganzes Lager. Mit Flammenwerfer. Oh, oh, oh. Das macht Spaß. Brennen in der Hölle. Brennt in der Hölle. What the fuck? Alter. War das jetzt der Mörser? Oh shit. Nein, die Vietnamesen gewinnen. Oh Gott. Nein. Woods. Fuck. Ich rette dich. Oh. Puh. Das war knapp. Oh, das war ein sauberer Kopftreffer, muss ich schon sagen. Genau ins Ohr rein. Nicht angreifen! Wiederhole! Nicht angreifen! Feuer!
Genau dorthin! Ich versuch's normal, bleib bei mir! Befehl aufgehoben, nichts wie weg da! Oh. Bitte wiederholen! Zu mir! VA-Einheiten! Schnell einsteigen, Woods! Da draußen muss eine ganze verdammte Division stecken! Und ich dachte, er wäre ein Weichei! Genau davon rede ich! Nach hinten und ran an die Rakete! Auf was müssen wir denn schießen? Hallo? Fahr doch! Ja, aber um einiges beweglicher! VF143. Autorisierung Sierra Oscar Golf X-Ray. Beschuss mit oberster Priorität auf mein Kommando. Benutzt die Steuerung und lenkt die Rakete! Um die Panzer und kümmern! Kaputt! Das haben sie gespürt! Sehr schön! Bombardement in 2 Minuten. Na gut, da. Da ist noch ein Panzer, hallo. Gib doch. VF143 kommt rein. Nein, so kann ich ihn nicht treffen. Scheiße. Das tut weh. Verstanden, X-Ray. Bereich wird anvisiert. Weiter so! So, und der nächste. Toller Treffer! Oh, das war knapp. Verstanden. Das ist doch nicht vorbei! Kaboom! In einer Minute. Friss das! Vietnamese. Oder Chinese, ich weiß es gar nicht. Sind es Vietnamese oder Chinesen? Verstanden, X-Ray. VF143 bereit. Ich glaube, ich habe etwas Falsches gesagt. Ups. Ui. Das war nicht gut. Verstanden. Bereithalten, X-Ray. Nehmen wir erstmal den Panzer. Die Panzer messen. Diesen. Nein. Da war unsere Basis im Weg. Aber der hier muss jetzt runter. Das haben sie gespürt. Scheiße. Aber jetzt. Die Panzer! Nein. Du musst sie treffen, Mason! Direkter jetzt! Treffer. Oh, das ist knapp, ey. Angriff beginnt. Wo sind die? Oh, da sind ganz viele, Bruder. Es ist vorbei. Was? Es ist doch nicht vorbei. Es fängt nur was anderes an. Oh, shit. Ist diese Schlacht somit Moment. Gewonnen. Du siehst scheiße aus, Mason. Also daran ist Vietnam schuld. Schön, dich halt zu sehen, Klappe. Jason Hudson, CIA. Wir möchten über Ihr Aufeinandertreffen mit den Russen in Laos sprechen. Wir haben von einem Überläufer gehört. Du wirst ignoriert, seh's ein. Niemand mag dich. Aber nun ja, Freunde, das war jetzt erstmal eine actionreiche Folge aus dem Vietnam. Und wie es weitergeht, seht ihr im nächsten Part von Let's Play Call of Duty Black Ops Kampagne. Ciao, bis zum nächsten Mal.